Du willst besser einschlafen, Kopfschmerzen beseitigen und dein Haar schneller wachsen lassen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Platz 12. Du hast ein Ziel im Leben und willst es um jeden Preis erreichen? Dann nehme es als dein Passwort. So wirst du immer, wenn du es eingibst, daran erinnert und schöpfst neue Motivation. Nummer 11. Du fährst mit anderen in einem Auto? Dann setz dich hinten in die Mitte, das ist von der Statik her der sicherste Platz. Nummer 10. Du willst, dass deine Haare schneller wachsen? Dann esse Lachs, denn Lachs enthält Omega-3-Fettsäuren, die deinen Haarwuchs beschleunigen können. Nummer 9. Möchtest du jemanden zum Spaß verrückt machen? Dann mache ein Bild von der Person, schau es dir an, breche kurz darauf in schallendes Gelächter aus und zeige das Foto der Person nicht. Sie wird verrückt werden, ich schwör's dir. Platz 8. Kopfschmerzen? Dann versuch's mal damit. Hände und Füße in warmes Wasser legen und ein Kühlpack in den Nacken. Nummer 7. Du willst dich gesund ernähren? Dann iss immer zuerst das gesunde Essen auf deinem Teller. Im besten Fall bist du schon satt, bevor du überhaupt erst das ungesunde Essen anfängst. Platz 6. Rutschiger Fußboden? Dann besprüh deine Schuhsohle mit Haarspray. Das macht sie rutschfester. Nummer 5. Du möchtest den Ausgang eines Labyrinths finden? Dann laufe immer an der rechten Wand entlang. So kommst du zu 100% ans Ende des Labyrinths. Platz 4. Kaufe niemals in einem Supermarkt ein, wenn du Heißhunger hast. Dadurch kaufst du höchstwahrscheinlich mehr, als du eigentlich brauchst. Und die Top 3. Schlechte Laune? Dann grinse für eine Minute und ziehe deine Augenbrauen dabei nach oben. Danach fühlst du dich garantiert besser. Platz 2. Wenn du einen Burger umdrehst, bevor du ihn isst, ist es weniger wahrscheinlich, dass etwas an den Seiten herausfällt. Und auf Platz 1, wenn du aufwachst, merk dir die Position, in der du liegst. Versuch dann abends genau in dieser Position wieder einzuschlafen und es wird dir höchstwahrscheinlich besser gelingen. So Leute, hier könnt ihr das Video gerne noch teilen, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal, ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. Ciao.